Das Öl- und Gasheizungsverbot kommt und wir müssen darüber reden. Und vielleicht sagen jetzt einige, hä, du hast doch vor kurzem erst ein Video dazu gemacht. Und ja, das stimmt, aber da war tatsächlich ein Wert falsch und das hatte ein paar Folgefehler zur Folge. Und das wollte ich so nicht stehen lassen, deshalb hier nochmal das Update. Und an der Stelle auch nochmal Danke an einen Prof für energieeffiziente Gebäudetechnik aus der Community, der uns bei dem Video hier unterstützt hat. Also, der Ausstieg ist ja von der Politik beschlossen und da sind leider einige Dinge dabei, die gar nicht so viel Sinn ergeben, wie man eigentlich glaubt. Zum Beispiel, was das Heizen mit Holz angeht, aber auch bei den Wärmepumpen gibt es gerade noch einen ziemlich großen Haken, über den wir heute nochmal sprechen müssen. Also, welche Heizungsform die sinnvollste ist, wo Quatsch gefördert wird und wo es vielleicht langfristig durch einen aktuellen Fehler nochmal richtig teuer werden könnte, das klären wir jetzt und damit willkommen bei Breaking Lab. Jakob hier, los geht's! Seit Ende März stehen Öl- und Gasheizungen vor dem Aus. Stattdessen soll ab 2024 jede neue eingebaute Heizung mit mindestens 65% erneuerbaren Energien betrieben werden. Besonders groß dabei ist das Thema Wärmepumpen. In der öffentlichen Diskussion scheint ja die Anschaffung einer Wärmepumpe alternativlos. Aber da gibt es auch einige wirklich kritische Punkte zu, denen wir gleich auch nochmal kommen. Aber erstmal zu den Hintergründen, warum das Gebäudeenergiegesetz überhaupt geändert werden soll. Laut IPCC ist der Gebäudesektor einer der größten des Klimawandels. 2019 hat er rund 12 Gigatonnen CO2 verursacht. Das entspricht 21% der globalen Treibhausemissionen. Und laut dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen steigt der CO2-Ausstoß im Gebäudesektor immer weiter an. Und den größten Anteil haben darin Strom und Heizen mit 57%. Und in Deutschland verursacht Heizen allein fast ein Fünftel aller CO2-Emissionen. Das sind rund 150 Millionen Tonnen. Das liegt vor allem daran, dass in Deutschland bis heute hauptsächlich mit fossilen Energieträgern geheizt wird. Und die Hälfte aller Heizungen laufen hierzulande mit Gas und ein Viertel mit Heizöl. Und interessanterweise nimmt das gerade nochmal richtig zu. Eine Studie der Deutschen Energieagentur hat gezeigt, zumindest bei Gasheizung ist es so, dass da gerade deutlich mehr eingebaut wird als noch vor kurzem. Bei Neubauten gibt es zwar jedes Jahr mehr Heizungen mit erneuerbaren Energien wie Wärmepumpen und weniger Gas, aber das sind nur 15% der Häuser in Deutschland. 85% sind Bestandsgebäude und hier steigt der Anteil fossiler Gasheizung seit Jahren immer weiter an. Und das liegt tatsächlich auch daran, dass das BAFA und die KfW jahrelang Gasheizung als erneuerbare Energien gefördert haben. Und das ändert sich jetzt gerade. Aber auch hier ist nicht alles so, wie es gerade scheint. Also bereits 2019 hatte die Bundesregierung, damals bestehend aus CDU und SPD, das Klimaschutzprogramm 2030 auf den Weg gebracht. Und darin verpflichtet sich Deutschland, seine Treibhausgasemissionen bis 2030 gegenüber 1990 um 65% zu senken. Bis 2045 soll Deutschland sogar klimaneutral sein. An den Eckpunkten des Klimaschutzprogramms orientiert sich auch das Gebäudeenergiegesetz, das ist 2020 in Kraft getreten und soll die Wärmewende vorantreiben. Und dass man das Gesetz jetzt überarbeitet, das hat die aktuelle Koalition aus SPD, FDP und Grünen schon im Koalitionsvertrag vereinbart. Und der sah vor, dass ab 2025 jede neu eingebaute Heizung mit 65% erneuerbarer Energie betrieben werden soll. Und als Reaktion auf den Krieg wurde das Verbot jetzt auf 2024 vorgezogen, um halt die Abhängigkeit von fossilem Erdgas schnell und effektiv zu reduzieren. Das heißt, ganz so neu, wie es in der ganzen Diskussion gerade scheint, ist es jetzt auch nicht. Aber was sind jetzt genau die Pläne für das Gebäudeenergiegesetz und müssen wir alle jetzt Wärmepumpen kaufen? Also, ab 2024 sollen auf jeden Fall alle neu eingebauten Heizungen mit mindestens 65% erneuerbaren Energien laufen. Das heißt, ab 2024 gibt es schon mal keine Gas- oder Ölheizung mehr in Neubauten. Bei Bestandsgebäuden ist das ein bisschen komplizierter. Mehr als drei Viertel dieser Gebäude werden ja mit Gas oder Öl geheizt. Geht da jetzt was kaputt, muss man sich fragen, kann man das noch reparieren? Wenn ja, dann darf man einfach so weitermachen. Geht das nicht, dann muss man die alte gegen eine neue Heizung austauschen. Und wir kommen gleich auch noch dazu, wogegen man die jetzt austauschen darf. Okay, es soll hier auch noch ein paar Ausnahmen geben, die ich nicht unerwähnt lassen will. Zum Beispiel, Menschen über 80 sind zum Beispiel davon befreit. Das heißt, wenn ich jetzt über 80 Jahre alt bin oder 80, dann kann ich einfach eine neue Gasheizung einbauen. Gleichzeitig bedeutet das aber auch, wenn jetzt zum Beispiel meine Enkel das übernehmen, weil ich vielleicht gestorben bin oder da ausziehe oder sowas, dann muss diese Gasheizung wieder innerhalb von 2 Jahren ausgetauscht werden. Oder eine andere Variante der Ausnahme ist, wenn der Gebäudewert und die Investitionssumme in keinem angemessenen Verhältnis stehen. Außerdem soll es mehrjährige Übergangsfristen geben, wenn man zum Beispiel von einer Etagenheizung auf eine Zentralheizung umstellt oder wenn man den Anschluss an so ein Fernwärmenetz absehen kann oder einfacher gesagt, sehr lange auf so einen Anschlusstermin für die neue Heizung warten muss. Dann darf man auch vorübergehend eine gebrauchte Heizung benutzen. Die genauen Details, die legt die Bundesregierung aber noch fest. Also das ist halt noch nicht beschlossene Sache. Wir sind gerade in der Entwurfsphase.
die ja auch ein bisschen zu früh geleakt wurde. Was schon feststeht, bis 2045 ist auf jeden Fall Schluss. Dann muss jede Öl- und Gasheizung ausgetauscht sein. Wichtig ist laut Regierung dabei die Technologieoffenheit. Bei Neubauten hatte sich der ursprüngliche Gesetzentwurf sehr stark auf Wärmepumpen festgelegt. Bei Bestandsgebäuden ist der alte Entwurf aber schon relativ technologieoffen gewesen. Also schauen wir uns den Entwurf mal genau an. An erster Stelle stehen hier Wärmepumpen, der Anschluss an ein Fernwärmenetz und Stromdirektheizung. Aber auch Heizung mit Wasserstoff, grünen Gasen wie Biomethan oder Biomasse, aus zum Beispiel Holz, soll man in Zukunft nutzen dürfen. Okay, aber jetzt kommen wir nochmal dazu, was wirklich das Sinnvollste ist. Denn nicht alles ist da wirklich so smart, wie gerade gesagt wird. Machen wir also mal den großen Vergleich jetzt mit den verbesserten Zahlen. Ich habe im Folgenden mal eine Rechnung aufgemacht, wo wir die Unterschiede der Heizungstypen vergleichen können. Und auf euren Wunsch vom letzten Video gehen wir gleich auch nochmal ein, also auf das Thema Altbauten und Wärmepumpen. Die Basis für alles ist so: Im Schnitt wird mit einem Energieverbrauch für Raumwärme von 125 Kilowattstunden pro Quadratmeter gerechnet. Das heißt, bei einem durchschnittlichen Zwei-Personen-Haushalt auf ca. 102 Quadratmetern liegt der Verbrauch bei ca. 12.750 Kilowattstunden im Jahr. Das bezieht sich dann auf den Durchschnitt. Man kann hier aber nochmal unterscheiden, denn in Deutschland sind 40% der Wohnungshäuser noch von 1960 gebaut worden. Und hier ist auch interessant zu wissen, dass vor allem die Häuser direkt nach dem Krieg sehr schlechte Energiebilanzen haben. Einfach weil man da so wenig und schlechtes Baumaterial hatte. Altbauten haben also eher so einen Wert von 200 Kilowattstunden pro Quadratmeter und das Ganze natürlich pro Jahr, während Neubauten auch mal so auf 90 Kilowattstunden oder sogar etwas weniger kommen können. Wir rechnen jetzt aber erstmal mit dem Durchschnittswert weiter. Heizöl verursacht mit allen Vorkettenemissionen, also auch allem, was vor der Nutzung passiert, etwa 313 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Weil aber der Wirkungsgrad fast nie genau 100% ist, sind die CO2-Emissionen, die man beim Heizen verursacht, immer etwas anders. Das wird gleich tatsächlich bei den anderen Heizungstypen auch nochmal sehr wichtig. Eine herkömmliche Ölheizung, die verursacht bei einem Wirkungsgrad von 70% zum Beispiel rund 447 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Das entspricht jetzt bei einem typischen Zwei-Personen-Haushalt 5698 Kilogramm CO2 im Jahr. Eine herkömmliche Gasheizung ist zwar klimafreundlicher, verursacht mit 3655 Kilogramm CO2 pro Jahr, aber auch noch super viel. Ebenfalls ziemlich schlecht sieht es bei der Fernwärme aus. Die verursacht so rund 4140 Kilogramm CO2 im Jahr pro Zwei-Personen-Haushalt. Das liegt daran, dass in Fernheizkraftwerken neben Gas halt auch noch 25% Kohle verbrannt wird. Das heißt, das ist noch ein bisschen altertümlich sozusagen, aber es gibt in Zukunft vielversprechende Alternativen. Also das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz hat zum Beispiel berechnet, dass die industrielle Abwärme allein ausreicht, um die fossilen Energieträger in der Fernwärme in NRW komplett zu ersetzen. Der Ausbau dieser grünen Fernwärme, der soll jetzt tatsächlich auch nochmal mit 3 Milliarden Euro gefördert werden. Das heißt, da kommt in den nächsten Jahren wahrscheinlich nochmal ordentlich was an Bewegung rein. Und das Schöne dabei ist ja auch immer, sobald man eine Sache da verändert, skaliert das ja auf ganz viele Haushalte hoch. Okay. Etwas besser als die CO2-Bilanz der aktuellen Fernwärme ist die von Biomethan. Das kann man auch in normalen Gasheizungen benutzen und das gilt ja als nachhaltig. Mit allen Vorkettenemissionen verursacht aber auch Biomethan bis zu 2312 Kilogramm CO2 pro Jahr. Damit sind auch Biogasheizungen noch weit von klimaneutral entfernt, obwohl sie halt teilweise so angepriesen werden. Und das nächste Beispiel ist eigentlich noch krasser. Also Biomasseheizung und vor allem Holz bewirbt die Politik ja auch immer als besonders nachhaltig. Und teilweise stimmt das auch vollkommen. Also bei Heizen mit Holzpellets sind CO2-Emissionen von so maximal 227 Kilogramm CO2 im Jahr möglich. Das hat aber einen großen Haken. Und zu diesem großen Haken kommen wir gleich nochmal. Denn da gibt es etwas, was man beachten muss. Noch eine Möglichkeit zu heizen ist mit Direktstrom. Das wird ja auch aktuell relativ viel diskutiert. Bei dem aktuellen deutschen Strommix ist das aus Klimasicht aber nicht so sinnvoll. Und das ist ja eigentlich der Grund, warum wir das Ganze machen. Durchschnittlich verursacht das pro Jahr einfach mal 6184 Kilogramm CO2 für einen Zwei-Personen-Haushalt, was einfach mal schlechter ist als die Öl- oder die Gasheizung. Was aber trotzdem nach dem neuen Gesetzentwurf erlaubt ist. Man muss dann natürlich sagen, wenn man jetzt komplett Ökostrom nutzt, liegt der Wert nahe bei Null, also ist dann natürlich viel, viel besser. Aber da muss man halt ganz klar sagen, das ist definitiv nicht immer so und man sieht, diese Range ist einfach unglaublich groß und in einigen Fällen macht das wirklich gar keinen Sinn. Aber kommen wir jetzt mal zu den zwei heißesten Kandidaten, Wasserstoff und die Wärmepumpe.
H2-Ready-Gasheizungen sollen nach Angaben aus Regierungskreisen nämlich auch erlaubt sein, selbst wenn man die Heizung bis 2035 gar nicht mit Wasserstoff betreibt. Aber spätestens dann müssen diese Heizungen mit grünem oder zumindest blauem Wasserstoff laufen. Also grüner Wasserstoff ist ja die Elektrolyse mit Strom aus ausschließlich erneuerbaren Energien. Blauer Wasserstoff wird aus Erd- und Biogas sowie aus der Kohlevergasung gewonnen und dabei fällt zwar auch CO2 an, das soll dann aber durch Carbon Capture and Storage, also das Einfangen und Einspeichern von Kohlenstoff im Gestein oder durch Carbon Capture and Use, also das Einfangen und dann die Wiederverwendung, unschädlich gemacht werden. Wir kommen auch gleich nochmal dazu, den kleinen Problemen, die da noch auftreten werden. Worauf aber gerade ja eigentlich alle gucken, ist was anderes, nämlich Wärmepumpen. Und da gibt es jede Menge verschiedene Arten. Also meistens geht es um die sogenannte Luftwärmepumpe. Je nach Modell und Jahreszeit erreichen die Wirkungsgrade zwischen so 250 und 500%, was echt krass ist. Und ich weiß, beim letzten Mal haben schon einige kommentiert, über 100% Wirkungsgrad geht doch gar nicht. Habe ich ein Video dazu gemacht, warum das doch so geht in dieser Rechnung. Okay. Wie klimafreundlich so eine Wärmepumpe jetzt ist, hängt auch wieder vom Strom ab. Bei Ökostrom haben die nämlich auch jetzt eine CO2-Bilanz von beinahe null, aber mit dem deutschen Strommix kann so eine Wärmepumpe schnell mal bis zu 2486 Kilogramm CO2 pro Jahr verursachen, also für einen Zwei-Personen-Haushalt wieder. Und jetzt gibt es noch einen weiteren Punkt, der da problematisch ist, was ja auch viele von euch kommentiert haben. Also zum Beispiel bei Altbauten ist das mit den Wärmepumpen oft gar nicht so leicht, weil sie sich durch die schlechte Isolierung eigentlich nicht rentieren. Und der Prof aus der Community, mit dem ich dazu gesprochen habe, sagte mir, dass bei Neubauten Wärmepumpen ja fast immer der beste Weg sind, aber bei alten, größeren Gebäuden, wie zum Beispiel Mehrfamilienhäusern, die halt schlecht gedämmt sind, kommt die Wärmepumpe oft nicht in Frage, zumindest nicht alleine. Da gibt es jetzt sogenannte Hybridlösungen, bei denen bleibt dann das die alte Gas- oder Ölheizung bestehen, aber zusätzlich wird eine kleinere Wärmepumpe eingebaut, was natürlich auch wieder günstiger ist. Und die meiste Zeit schafft diese kleine Wärmepumpe die Beheizung sogar ganz alleine, also nur an sehr kalten Tagen muss dann die alte Heizung unterstützen. Und das wäre dann so eine Mischung aus den Werten von vorhin und gesetzlich erlaubt wäre das, wenn der Anteil, den die Wärmepumpe heizt, groß genug ist. Das heißt, das wäre da tatsächlich ein Weg, aber ihr merkt schon, dass das alles ein bisschen komplizierter ist, als es in diesem Gesetzentwurf klingt. Und da würde ich mal sagen, also erstmal ist die Idee dahinter ja gar nicht schlecht, dass wir klimafreundlichere Heizung haben. Aber leider gibt es bei den meisten von den Heiztechnologien, die in diesem Entwurf bedacht werden, ziemlich große Abers. Und das schauen wir uns jetzt nochmal schnell an. Biomethan ist durch die Vorkette zum einen kaum CO2-neutral, zum anderen stammt knapp die Hälfte des Biomethans aus Energiepflanzen wie Mais. Die Forschung die kritisiert, dass die Monokulturen zur Energiegewinnung die Artenvielfalt gefährden und in Konkurrenz zu Nahrungsmittelflächen stehen. Holz- und Pelletkessel wirken auch deutlich klimafreundlicher, als sie eigentlich sind. Also das Bundeslandwirtschaftsministerium wirbt zum Beispiel mit nachhaltiger Wärme aus Holz. Die Logik dahinter? Wälder binden das bei der Holzverbrennung freigesetzte CO2 direkt wieder ein und wachsen nach. Eine Recherche des internationalen Konsortiums für investigative Journalisten zeigt aber, Greenwashing und systematische Abholzung gefährden den Wald und das Klima. 40% der erneuerbaren Energien in Europa, die werden derzeit mit Holz erzeugt. Die EU fördert das mit 17 Milliarden Euro pro Jahr. Der Bedarf ist inzwischen so groß, dass Holzpellets sogar aus dem US-Bundesstaat North Carolina bis nach Deutschland verschifft werden. In der EU ist Estland das wichtigste Produktionsland für Holzpellets. Hier ist der Wald durch die starke Abholzung und einer CO2-Senke sogar schon zu einer Quelle geworden. Durch die nicht nachhaltige Nutzung erhöhen sich die CO2-Emissionen der Holzpellets von 227 Kilogramm CO2 pro Person im Jahr auf einfach mal 4547 Kilogramm. Damit sind die eigentlich nachhaltigen Holzpellets auf Augenhöhe mit Heizöl. Aber wie gesagt, das ist jetzt schwer zu verallgemeinern. Also die hohen Werte, die kommen zum Beispiel daher, wenn einfach nicht aufgeforstet wird. Das ließe sich ja durchaus lösen, aber das müsste halt definitiv berücksichtigt werden. Und gleichzeitig darf man nicht den Umstand vergessen, dass selbst bei der Aufforstung das ja auch durchaus Zeit braucht, bis so ein Baum nachwächst. Und nicht jeder Baum, der nachgepflanzt wird, kommt auch wirklich durch. Also das ist eine ziemlich tricky Kiste hier. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass sich die Koalition neben grünem Wasserstoff ja auch auf den blauen Wasserstoff geeinigt hat, bei dem der Kohlenstoff eingespeichert werden soll. Die Technik dahinter, also Carbon Capture and Storage, kurz CCS, bringt zwar großes Potenzial mit sich, aber es gibt auch ein paar Probleme. Zum einen sind es Bedenken beim Umweltschutz, noch konkreter ist aber das seit 2012 existierende Kohlendioxidspeichergesetz. Es begrenzt die Kohlenstoffmenge auf 1,3 Millionen Tonnen CO2 pro Speicher. Und es gibt eine Länderklausel und die ermächtigt die Bundesländer dazu, CCS auf ihren Landesflächen einfach komplett zu verbieten, was im Endeffekt ein großes Problem für blauen Wasserstoff wäre, denn man könnte, wie gesagt, das verursachte CO2 nicht mehr einspeichern. Und dann gibt es da noch ein
ziemlich dickes Problem mit den Wärmepumpen. Denn in den Kältemitteln von vielen Wärmepumpen sind F-Gase. F-Gase, die gehören zu den per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen, kurz PFAS. PFAS sind giftig und gelten als krebserregend. Und darum plant die EU auch ein flächendeckendes Verbot davon. Wenn ihr wollt, mache ich auch gerne mal ein ganzes Video zu diesen PFAS. Vielleicht habt ihr auch schon mal gehört, das kommt zum Beispiel auch in Regenjacken vor. Also es ist ziemlich weit verbreitet. Na gut, also bei den Wärmepumpen ist es jetzt so, mit dem Kältemittel befindet sich das PFAS in der Wärmepumpe zwar in so einem geschlossenen Kreislauf, wenn es aber natürlich zu so einem Leck kommt, könnte das Ganze austreten und gefährlich werden. Und dabei gibt es mit Propan zum Beispiel einen ungiftigen und ungefährlichen Ersatzstoff. Dass es noch so häufig PFAS in Wärmepumpen gibt, hat tatsächlich auch mit dem Bundesverband Wärmepumpe zu tun. Der lobbyiert nämlich in Berlin und gibt an, ohne die F-Gase seien die Klimaziele nicht zu erreichen und man könne der Politik ohne F-Gase auch nicht so viele Wärmepumpen liefern, wie versprochen. Laut dem ARD-Magazin Panorama versucht der Verband, so Ausnahmeregeln beim PFAS-Verbot durchzusetzen und Verluste der Hersteller zu verhindern. Bisher konnte sich die Lobby aber nicht durchsetzen. Also Deutschland unterstützt das geplante PFAS-Verbot. Unklar ist aber, ob man jetzt bei einem Verbot bereits bestehende Wärmepumpen mit F-Gasen umrüsten oder sogar komplett austauschen müsste, wo natürlich ziemlich große Kostenfallen drin wären. Offen ist auch, wie mit dem ganzen Heizungstausch umgegangen wird, also wie es finanziert wird. Im Bericht aus Berlin vom 2.4. verspricht Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck so einen sozialen Ausgleich. Also wer wenig Geld hat, soll angemessen gefördert werden. Ist jetzt natürlich ein bisschen die Frage, die Leute, die in der Regel ein Haus haben, wo sie es umrüsten können, sind wahrscheinlich gar nicht die Leute mit super wenig Geld. Der Preis für so eine Wärmepumpe, der soll damit nicht höher als der für eine Gasheizung sein. Bereits jetzt gibt es 40% Förderung allein auf den Einbau von Wärmepumpen. Inwieweit aber andere Kosten gedeckt werden, die dabei entstehen, wie zum Beispiel eine verbesserte Dämmung, ist noch nicht geklärt. In der Bild am Sonntag hat jetzt tatsächlich unser Finanzminister Christian Lindner vor zu großen Erwartungen gewarnt, was Zuschüsse angeht. Und die Möglichkeit der Förderung durch den Staat seien begrenzt laut ihm. Was dabei rumkommt, bleibt also abzuwarten. Okay, mein persönliches Fazit bei dem Thema. Die Idee, die ist ja wie gesagt gut, aber in der Umsetzung sind da echt ein paar Punkte mit Luft nach oben. Und teilweise ist das halt echt etwas lebensfern und gleichzeitig könnten einige Punkte mal etwas klarer definiert sein, denn wenn wir jetzt zum Beispiel massiv Holzheizung einbauen, das Holz aber einfach abgehackt und nicht nachgepflanzt wird, ist das sicher nicht so gut. Oder auch die Problematik bei den Bestandsgebäuden ist halt echt massiv in Deutschland. Also ein großer Teil unserer Bausubstanz ist halt einfach alt und das wird teilweise noch nicht so gut berücksichtigt, wie man eigentlich sogar könnte. Aber man muss halt auch sagen, dass das jetzt ja tatsächlich relativ überhastet kam. Also es war ja wahrscheinlich deswegen auch so ein bisschen so, dass das jetzt alles so schnell ging, weil dieser Entwurf von dem Gesetz geleakt wurde, wo ich mich auch so ein bisschen frage, wer denn aus der Regierung das einfach der Bild weitergegeben hat. Also gefühlt würde ich sagen, ist momentan in der Politik so ein bisschen chaoslos. Aber ich bin gespannt, was ihr dazu denkt. Und ich hoffe, dass ihr uns das mit dem Fehler nicht übel nehmt. Ich fand es auf jeden Fall wichtig, dass wir das jetzt nicht unter den Teppich kehren, sondern das Video korrigieren und nochmal neu aufnehmen. Weil ich möchte jetzt auch nicht irgendwie hier was Falsches stehen lassen. Deswegen, ja, ich hoffe, ihr verzeiht uns das und wir sehen uns nächstes Mal wieder. Dienstag, Donnerstag gibt es hier immer um 17 Uhr jetzt das Video. Bis dann, macht's gut, euer Jakob.